Hallo und herzlich willkommen zu Anno 2070, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht weiter. Wir stecken in der tiefsten Krise seit Anbeginn unserer Zivilisation, der allgemeinen Gemüse- oder Biokostkrise. Oh Mann, ist so bescheuert. Es gibt viel zu wenig Gemüse. Das ist ein Problem, denn die Bevölkerung... Das ist ein Problem. Ja, denn der Bevölkerung, oh, Bevölkerung, der Bevölkerung, der Bevölkerung dürstet es nach Fleisch. Fleisch nicht, sondern halt nach Gemüse. Und dieses Gemüse, also es dürstet nach Biokost, und das kann nur mit richtig erraten Gemüse hergestellt werden. Niemand hat das erraten. Doch. Nein. So, jetzt wird hier erstmal richtig wieder Gemüse rausgeklappt. Oh Gott. Und registriere Verschlechterung der Ökobilanz. In Bainesville. Vielleicht noch 18. Unperson hat eine Lektion verdient. Und was will der denn jetzt schon wieder? Er will Jana Rodriguez. Sie schon nicht. Was liegt an? Willst du dich lieber mit Strittböcken stellen oder mit... Lieber mit Rodriguez. Ja, nein. Ja, die ist ja von unserer. Ja, ja. Ihre Verweigerungshaltung wird ein Nachspiel. Mehr halt die Fresse. Ein Nachspiel haben. Mein Werfer, Damen und Herren. Das alles wird für sie ein riesengroßes Nachspiel. Ist was Strandberg? Ja, Marsch. Es dauert einfach mal so unendlich lange, ehe hier Hartweizen richtig produziert wird. Warnung. Gebäude Was? Steht unter feindlichem Beschuss. Hector ist bei uns irgendwo. Oh oh. Alter, wie viele Schiffe hat er denn? Was macht denn das U-Boot da gerade? Ich hab die alle jetzt per EMP-Bombe erstmal ausgenockt, ey. Lass mal abtauchen. Tschüss. Weil jetzt muss ich mal von mir sagen, ein Serio-Schacht zurück. Das stimmt allerdings. Wir haben damit zwei Schiffe hier von dem gekriegt. Vor allem diese Schlachten sind einfach so schlecht. Die Barracuda League kontrolliert diesen. Hä, was ist denn das? Wieso sind die da nicht mit hochgefahren? Noch ein Schiff kaputt. What the fuck einfach? Ich habe gerade die Viererflotte hier hochgeschickt und aber irgendwie, weil das Schiff schon zerstört wurde, sind die einfach mitten auf dem Weg stehen geblieben. Anstatt dass die anderen Schiffe dann auch als Flotte wahrnehmen oder so und die gesamte Gruppe dann angreifen, nein. Kann ich denn hier irgendwie unseren Marineabwehrturm bitte reparieren? Warnung. Ich glaube, der repariert sich mit der Zeit alleine. Oder soll ich ihn abreißen und neu bauen? Nee, der repariert sich gerade. Guck mal auf die Lebenspunkte. Drück mal drauf und guck unten rechts auf die Lebenspunkte. Ja, okay. Soll ich jetzt den dritten hier stehen lassen? Oder hältst du das für nicht notwendig? Den dritten Abwehrturm? Doch, finde ich gut so. Zu viel Fisch. Konkrete Koordinaten haben wir zweimal. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Was ist denn jetzt schon mit? Das waren gute Männer, verdammt. Mit Familie. Ja, dann hätten sie uns nicht angreifen. Tja.
Was ist das hier? Oh, hier kommen die nächsten Barracudas. Dann sollen sie doch kommen. Du bist so gut wie tot. Ich glaube, das ist gerade ein richtiger Krieg, den ich hier angezettelt habe. Das war nicht so gut. Was war denn eigentlich jetzt? Schick sie in den Hafen. Ja, die sind bloß sehr weit entfernt davon. Fahrzeug im Kampf zerstört. Ich glaube, eins unserer Schiffe wurde gerade zerstört. Welches? Das kann ich dir nicht sagen, aber wahrscheinlich war es wieder die Interceptor. Die Black Pearl ist noch da, die Interceptor ist noch da und die Antares ist auch noch da, okay. Ich weiß nicht, welches Schiff es war. So, jetzt in den Hafen locken, Ich bin schon dabei. Jetzt trauen sie sich nicht mehr. Erstmal den einen hier noch zerstören. Geht das hier raus hier fahren? Das ist echt das Schiff. Wie lange braucht denn die, um da hinzufahren? Alle Systeme in Schuss. So. Oh, die kreisen ja gerade um die Hartweizeninsel. So geht's nicht. Am besten, wir nehmen jetzt immer unser U-Boot, das kann nämlich abtauchen. Wir haben ja alles voller so eine Scheiße. Biokost steigt bitte. Registriere neues Fahrzeug. Mein Schiff Zodiac. Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Mehr kann gut sein. Dieser Sektor ist Barracuda-Gebiet. Was? Jetzt kommen ja schon wieder solche Barracudas. Erst Auskundschaften. Wie einfach mal an jeder unserer Inseln diese blöden Boote rumfahren. Okay, es hat Munition und ein erfahrenes Überfallkommando an Bord. Okay. Sollen wir deine Kähne entführen oder doch lieber gleich versenken? Ja, du versuchst doch, du Affenkind. Ach, ist doch wahr. Ganz ehrlich, der kann gar nichts. Nix kannst du. Ja, ist doch so. Halt nicht gehört. Jetzt macht schon wieder seine Musik. Irgendwie wird er irgendwo was. Ah, dann würde ja auch angezeigt werden. Häusler wie du werden bei uns aufgeknüpft. Was weiß ich. Der und der. Ist ein Tornado oder so. Wir leben ja nicht wie im Mittelalter. Die Kooperative verzichtet nur auf alles über. Mein Vorfahre Leif war ein...
ob ich mal einen Flak baue, aber das ist eigentlich total unnötig. Solange wir nicht mit Strindberg und Jolanda da, oder wie hieß sie? Jorinda? Nein. Tilda Jorgen sind? Ja, solange wir nicht mit denen im Clinch sind, brauchen wir das nicht. Gebe ich das recht. Warum ist denn hier so eine hässliche Musik gerade? Was fehlt da denn jetzt? Ach, Werkstoffe, das gibt's ja nicht. Sehr schwierig. Es ist ja auch unglaublich viel Konzentration notwendig, finde ich. Echt? Also man muss immer viel nachdenken über das, was man macht. Kann jetzt nicht hier einfach irgendwas hinklatschen und sagen, tschüss. Na, du kannst ja wieder abreißen. Für mich ist das eher so ein Entspannungsspiel. Aber ich baue ja auch nur die Industrie auf und nicht die komplexen Häuser da in der Siedlung. Das finde ich extrem anstrengend, weil ich da nicht mal weiß, was ich überhaupt machen muss. Gut, komplexe Sachen sind das ja nicht wirklich. Naja, doch, du musst ja immer die Aktionsradien da mit berücksichtigen. Das finde ich absolut nervig. Aber reicht schon ganz gut aus. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, hier ein kleines Paradies zu schaffen. Ach, das ist doch schon wieder so eine hässliche Musik, ey. Hä? Wir können die auch nicht mehr abstellen. Affenköpfe. Kannst du meine Gedanken lesen? Nein! Die ist doch dumm. Ganz ehrlich, die hat doch auch einen dran. Ne? Spiel Alter, gespeichert. Monster, Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Rette dich in den nächsten Lehnen Hafen. Ja, die ist halt nur zu langsam. Ich finde sie gerade nicht. Wo ist sie denn? Oben. Ja, was machst du denn? Steuerst du gerade das Schiff? Ja. Warum? Wo soll's hin? Ne, das hat er schon seinen Bestimmungsort. Alter, was ist der hier? Warum hast du hier unten denn noch keinen Marineabenteuer? Weil das noch keine Waffen hatte da unten. Jetzt verpissen sie sich wieder, die Pisser. Edge. Ich habe noch nicht so wirklich das richtige Konzept für den Hafen hier unten gefunden. Jetzt ist mal kalt gemacht. Ja, Mungos, ey. Barracuda. Hector. Das ist ein Affenkind. Ja, nicht. Nicht mehr. Nicht weniger. Bum bum, Junge. Gott. Ihr werdet euch noch danach sehen, uns nie getroffen zu haben. Stealing Hijackers. Selten. Sollten vielleicht die hier in dem Hafen stehen lassen.
Hast du aber schon mal. Wir brauchen jetzt. Achso, du machst gerade die Marina bitte. Maximilian Lobenswert. Danke. Ich mache hier oben jetzt auch so eine Kette. Also ich mache an den zweiten Hafen, den ich oben gemacht habe, noch einen zweiten Marineabwehrturm. Weil einer finde ich immer ein bisschen Laschwester. Und so habe ich jetzt hier wie so eine Kette. Die unterstützen sich halt immer gegenseitig. Ja, mittlerweile so viele Koordinaten. Dann kannst du gleich mal Leute losschicken. Fisch, Fisch halt. Ja, wen soll ich denn da losschicken? Na, wir ich haben schick ja mal die Antares, Schiffe. Oder? Ist das ein Handelsschiff? Nein. Okay. Das ist ein Kriegsschiff. Dann los. Alarm. Registriere Angriff auf eine Arktik wird von Hector angegriffen. Alter, die hat da überhaupt nichts geladen. Wie dumm bist du eigentlich, du Horst? Was? Warum fährt die jetzt wieder zurück? Weil ich jetzt Folgendes machen werde. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde fliehen. Denn ich wollte hier noch so eine EMP-Bombe zünden. Das hat nicht leider nicht so gefruchtet. Aber die kann jetzt erstmal wieder geheilt werden, nicht? Und mit dem Verabschieden dieses wunderschönen Bootes aus unserem Land. Oder aus unserer Karte. Ich nenne es mal so. Beenden wir die heutige Aufnahmesession. Wirklich? Ja, wirklich. Und guck dir wenigstens noch die dritte Insel an. Die sieht fast gut aus. Boah, ist ja ganz schön viel los, ey. Aber finde ich gut. Und bis beim nächsten Mal werden wir dann eine neue Aufnahmesession machen. Und auch ein paar Folgen wieder machen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.